Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt mit der vollem Ego-Flow zum Auto gehe, ja, das hat einen besonderen Grund. Und den seht ihr gleich. Und der Tom, bist du auch an der Ostsee angekommen? Der Grund ist besonders wichtig, wenn man mit einem Fahrzeug jetzt nicht viel unterwegs ist und auch nicht am Landstrom angeschlossen ist, wie wir. Ja, ihr seht, Winter ist vorbei hier und ja, Landstrom ist hier gerade nicht möglich. Da gucken wir mal. 12,3 Volt. Ja. Ihr seht, die Batterie ist jetzt hier nicht die vollste. Ist aber auch klar, ne? Kurze Wege, mal kurz zum Einkaufen oder das Kind in die Schule bringen. Also lädt jetzt die Batterie während der Fahrt jetzt nicht so doll auf. Landstrom haben wir hier nicht. Und wenn es gerade mal so richtig kalt ist, dann nutzen wir schon die Standheizung und das verbraucht natürlich auch Strom. Und deswegen, liebe Freunde, wir hatten ja die EcoFlow ganz am Anfang, um schon mal Strom hier im Van zu haben. Jetzt haben wir unser Strom im Van, aber wir dachten, das Gerät ist mehr als nützlich. Und ich sage euch auch warum. Grund Nummer 1. Die kleinste EcoFlow hier, unsere, ist günstig. Also ist wirklich günstig für die Leistung, was das Gerät wirklich drauf hat. Wir werden jetzt hier nicht bezahlt von EcoFlow. Ich sage es einfach, weil wir so begeistert sind. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten, ne? Wir haben unsere Batterie hier unten verbaut, unsere Bleigel-Batterie oder Gel-Batterie. Und ja, die speichert einen Haufen Strom, ne? Macht die nicht, ne? Weil das ist die kleinste und die hat 250 Wattstunden. Aber die hat halt Vorteile. Und die, also, ne? Wechselrichter, hier. Wir haben ständig für den Preis einen Wechselrichter schon dabei. Perfekt. Und wir brauchen nicht viel. Ne? Wir brauchen mal, keine Ahnung, unser Laptop, der wird aufgeladen über diese Dose. Dann brauchen wir es mal. Und ansonsten, ja, was haben wir denn noch?
Ja, eine Pumpe für die Reifen draußen. Aber ansonsten brauchen wir jetzt keinen teuren Wechselrichter, den wir jetzt extra hätten kaufen würden wollen. Ne? Wir haben das Geld gar nicht. Hat die EcoFlow. Sie speichert mal ganz schnell Strom. Ne? Gerade wie jetzt. Wir haben jetzt hier im Fahrzeug keinen Strom. Oder wir haben Strom, aber da geht es zur Neige. Keine Möglichkeit jetzt hier zu laden. Jetzt nehme ich die EcoFlow abends mit hoch und hau die bei uns an die Steckdose. Von 0 auf 100 in einer Stunde ist die voll. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme unsere EcoFlow, packe die hier an den Platz und habe hier vorn, ich schalte den Wechselrichter mal ein. Ich zeige es euch, was ich jetzt mache. Zack. Und habe jetzt hier vorne ein Batterieladegerät. Und das Batterieladegerät packt jetzt. Wir gucken gleich, mit welcher Geschwindigkeit. Diesen Strom von der EcoFlow in unser Bord. Batteriesystem und unsere Zweitbatterie, unsere Bordbatterie, und ihr seht schon, zeigt schon 12,6, 12,7, es geht jetzt hoch und die EcoFlow lädt jetzt im Moment mit 86 Watt unsere Batterie. Na? Da das ein intelligentes Batterieladesystem ist, hier unten, oder Ladegerät, regelt das Ladegerät jetzt eigentlich, was da jetzt reingeht in unsere Bordbatterie. Ne? Also es könnte mit Sicherheit noch viel schneller laden, aber das wäre jetzt nicht gut für die Batterie. Die Batterie ist außerdem kalt. Wir haben draußen, okay, 8 Grad, aber trotzdem. Und das ist das, was ich euch damit sagen will. Und wir schauen jetzt nochmal, ne? 13 Volt steht jetzt schon da, ist gerade mal eine Minute rum, ne? Die Spannung ist natürlich höher, weil lädt ja die Batterie. Und das ist für uns, also es ist, also das wissen halt auch viele nicht, ne? Viele wissen das nicht. Diese Anwendungsgebiete sind für uns einfach, wir wollen nichts mehr anders. Ne, weil wir die Möglichkeit haben, diese EcoFlow mit nach Hause zu nehmen. Oder draußen vorm Camper auf den Tisch zu stellen, ne, wenn wir draußen sitzen. Oder am Strand sitzen und Strom brauchen, irgendwas laden müssen. Oder gerade wie jetzt. Von 0 auf 100 in einer Stunde, dann nehmen wir das Ding mit ins Auto und dann lädt das unsere Batterie wieder auf. Ne? Also es ist wunderbar und das möchten wir einfach nicht mehr missen. Dann dazu noch der Wechselrichter. Wenn wir können irgendwann, ne, also kostet ja alles Geld, so ein Van auszubauen, und wir haben schon einen Haufen da reingesteckt, aber wenn mal was übrig ist, kommt mal eine Solarzelle rein. Die kaufen wir auch genau so, dass wir die direkt an diesen, an diese EcoFlow anschließen können. Da brauchen wir jetzt kein extra Solarladeregler. Brauchen wir nicht. Ist hier alles mit drin. Wir haben es zum Beispiel so geschaltet. Und zwar kann ich das hier rüber steuern. Wenn wir fahren, kann ich zum Beispiel auch über Kabel die EcoFlow laden. Ne? Das sind dann 100 bis 110 Wattstunden, was die EcoFlow lädt. Und da ist die auch in 2 Stunden während der Fahrt aufgeladen. Und also das geht mit, das machen wir mit unserer Batterie da unten auch. Die lädt auch automatisch bei der Fahrt. Und wenn wir das wollen, laden wir auch die EcoFlow. Und dann haben wir nochmal zusätzlich Speicher. Ja, das ist das, was ich euch mitgeben wollte.
Was wir halt richtig, richtig toll finden, das ist halt für die Leute, die jetzt nicht so einen riesengroßen Geldbeutel haben, ne, oder jetzt nicht so viel investieren wollen, die beste Alternative. Und für uns ist es auch ohne finanziellen Background oder ohne finanzielle Gedanken darüber jetzt zu reden, die beste Alternative, weil es einfach so vielseitig ist. Das ist so cool. Lädt zu Hause, lädt im Restaurant, lädt im Café, lädt hier hinten, das seht ihr, in Sicherungskasten, lädt über Landstrom, ne? Während der Fahrt, und das ist, oder über Solar, ne? Haben wir zwar jetzt nicht, kann ich euch nicht zeigen, aber lädt auch über Solar und das relativ fix. Es ist genial. Bevor ich es vergesse, wir hatten in einem Video, ne, unser Wassersystem, was hier eingefroren ist. Und ich wollte euch ja auf den Laufenden halten. Gestern war noch alles eingefroren. Heute, ich probiere mal ganz kurz. Ich bin richtig erschrocken. Also der Pumpe hat's nichts getan. Die ist wieder aufgetaut und funktioniert wie vorher. Alles gut, alles schick. Oh, ich bin happy. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Ersatzpumpen, man weiß ja nie. Ne? Das sind relativ günstig, die Pumpen, die wir hier verbauen. Und wenn unterwegs mal eine ausfällt, das ist dann ärgerlich. Ne? So hat man eine dabei, die ist in 2 Minuten wieder eingebaut. Perfekt. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare, kriegt ihr auf jeden Fall eine Antwort. Jo, das soll es gewesen sein. Ne? Im nächsten Video, wie versprochen, unsere Roomtour. Aber dazu müssen wir noch ein bisschen sauber machen hier. Das ist alles noch im Wintermodus. Aber wir haben richtig coole Sachen mittlerweile verbaut und geniale Ideen gehabt. Und die wollen wir euch einfach mal zeigen. Ne? Ist zwar noch nicht fertig, aber so eine halbe Roomtour ist auch ganz cool. Bis bald. Macht's gut.